Und es ist wieder Zeit für eine neue Folge Döners Talk. Hier waren ja schon mehrere Leute zu Gast mit außergewöhnlichen Berufen, aber der heute mein Gesprächspartner ist, der hat wahrscheinlich von allen den außergewöhnlichsten Beruf. Er heißt Klaus-Dietrich Flade, kommt aus Bad Wörishofen und ist Astronaut. Es gibt viel zu besprechen, jetzt im Döners Talk. Klaus-Dietrich Flade ist bei mir. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und ich muss gleich am Anfang sagen, Sie haben ja den idealen Beruf gehabt für PS-Junkies, oder? Ich glaube, da träumt mal jeder von, oder? Ich glaube, in Ihrem Auto sind nicht 24 Millionen PS vorhanden, auch wenn Sie ein ganz tolles Auto haben. Nee, auch ist mein Auto schon 12 Jahre alt, auch zusammengerechnet werden es keine 24 Millionen. Alles klar. Was ist das eigentlich mit 24 Millionen PS? Das ist ja total unvorstellbar, jetzt für normale Leute, die jetzt nur Auto fahren, oder selbst für Rennfahrer natürlich. Was ist das für ein Gefühl, wenn die einen anschieben? Ist das so brachial, wie man sich das vorstellt? Nein, es ist eigentlich deprimierend, weil man am Anfang von diesen 24 Millionen PS eigentlich nicht sehr viel spürt. Denn man geht nur nach dem Timing. Wann geht so eine Rakete in die Luft? Man liegt dort oben drin in 52 Metern auf dem Rücken und denkt sich, na, jetzt müsste Zeit eigentlich losgehen. Es rüttelt furchtbar, aber man merkt noch nichts. Erst so nach 4, 5, 6, 7 Sekunden, dann gehen die Wangen mal nach hinten und dann merkt man, okay, zum Glück ist es losgegangen. Denn das war die einzige Angst, die ich hatte, dass das Ding nicht losgeht. Ach so, also vor dem Flug, also Start, Flug und Landung war gar nicht so eine Angst da, sondern nur, dass es nicht passieren ganz genau, wird. Ganz genau. Ach so, und Sie den Countdown hören Sie selber gar nicht? Doch, man hört den im Funk, aber es gibt keinen Countdown in dem Sinne mit 10 bis 0, sondern da werden dann eben bei bestimmten Aktionen werden dann eben mitgeteilt, dass alles im Normalbereich ist. Und irgendeiner hat immer die Hand auf dem roten Knopf, aber der wurde bei uns halt nicht gebraucht. Ja gut eigentlich, ne? Aber immerhin schafft man mit 24 Millionen PS 240 Kilometer, habe ich gelesen, war die mir entfernt von der Erde, in 8 Minuten. Oder zumindest ungefähr da, wo sie hin müssen. Man muss es andersrum sagen. Die Mir-Station war etwa 300 Kilometer oben. Aber der erste Orbit ist etwa in 240 Kilometern Höhe. Das ist so der erste stabile Orbit, den man so erreicht. Und dann geht man so langsam dorthin. Aber das dauert ja eine Weile, bis man durch diese 3 Stufen der Rakete durchgegangen ist. Und das sind etwa 526 Sekunden. Dann ist Brennschluss. Und wenn man dann kurz davor ein Abort hätte, dann würde man zwischen Japan und Russland noch runterkommen oder der ehemaligen UdSSR. Das wäre so das letzte Fehlverhalten gewesen. Ach so, also das ist praktisch die Zeit, in der man es geschafft haben muss. Also bis dann muss man eigentlich nominal seine Höhe dann erreicht haben oder die wird dann erreicht hinterher mit dem Schwung. Auf einmal gehen diese 2 Kilo, die man an Borddokumentation in der Hand hat, das geht auf einmal, kann man alles loslassen und schwebt vor einem. Mhm. Das ist eben das Schöne dabei. Ne? Mhm. Ja, das ist, ja. Kann ich mir vorstellen. Das ist dann so ein bisschen das, was man auch erleben möchte oder was jeder, also wenn jeder sagt, ich würde mal gerne ins All fliegen, das ist, glaube ich, die Schwerelosigkeit, das, was man mal erleben möchte. Ne? Das ist natürlich das Herausragendste und das ist auch ein tolles Phänomen, dass eben man auch keine Kreuzschmerzen mehr hat, dass andere Funktionen leider Gottes nicht so gehen, wie man das früher gewohnt war. Man muss sich da ein bisschen angleichen. Aber man hat ja ein paar Kameraden und Freunde, auch mit denen man vorher schon mal geredet hat. Und letztendlich, was einen so ändert, ist eigentlich, dass man aus einem Glauben oder einer Vorstellung, wie es sein könnte, im All zu fliegen, macht man jetzt eine Tatsache oder eine Wirklichkeit draus. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Wir sind ja heutzutage nicht mehr die Pioniere, die ins All fliegen, sondern das haben ein paar Leute vor uns gemacht. Denke ich mal an Sigmund Jähn, unseren ersten, der eben vor vielen Jahren, also 15 Jahre vor mir schon geflogen ist. Und dann eben Juri Gagarin, wo ich dann leider Gottes dort, als ich hinkam, ihn nicht mehr kennenlernen durfte, weil er schon gestorben war. Aber mit seiner Frau habe ich viel geredet. Und da wurde mir auch schon gesagt, du wirst derjenige sein, der fliegt. Da sage ich, wissen Sie doch gar nicht. Da sagt sie, doch, doch, du bist genauso Pilot
wie mein Mann auch. Und du wirst fliegen, sagt sie. Und so ist es auch gekommen. So ist es letztendlich auch gekommen, ja. Ich habe mal geguckt, 240 Kilometer, das ist ungefähr von Bad Wörishofen, wo Sie herkommen, bis nach Würzburg, so circa. Da braucht man aber mindestens 2,5 Stunden. Naja, da brauche ich runde 1,5 Tage mit meinem Fahrrad. Oder so. Ja. Auf wie viel Treibstoff hockt man denn da eigentlich? Wenn Sie gesagt haben, das ist bis zu einer bestimmten Höhe, dann muss man es aber auch geschafft haben irgendwann, sonst kommt man wieder runter. Wie viel kann man das, sind das irgendwie Liter oder Kilo? Wie muss ich das vorstellen? Sagen wir mal so, wir haben eine Rakete, die wiegt insgesamt oder hat eine Masse von 305 Tonnen. Und die muss man jetzt mit diesen 24 Millionen PS da nach oben bringen, in diese, ja, beschleunigen und dann eben auch schnell werden und so weiter. Und um so einen Orbit zu halten, braucht man etwa 28.000 Stundenkilometer. Das sind aber, wenn man das mal umrechnet, etwa 7,9 Kilometer pro Sekunde. Mhm. Das ist also ruckzuck, in ein paar Sekunden ist man über Deutschland weg. Ja. Und wenn man diese 305 Tonnen nimmt, davon kommen etwa oben 6 an, also im All. Da ist man noch ein Dreigespann, da hat man vorne dran den Docking-Mechanismus. Das ist oben am Wohnzimmer des Dreigespanns. Dort ist man erst hinterher im Orbit drin. In der Mitte ist die Kommandokapsel, wo die drei Jungs dann drin sitzen oder Mädels. Und unten drunter ist nochmal ein Aggregateteil. Und dieses Dreigespann ist etwa 6 Tonnen schwer. Und das ist das Einzige, was oben ankommt. Wenn man jetzt die Materialien wegrechnet, ich denke mal, dass man so mit 250 Tonnen an Treibstoff wahrscheinlich ganz gut dabei ist. Ah, okay. Ganze Menge. 92 war Ihre Mir-Mission. Und Sie sind einer von 10 Deutschen insgesamt, also inzwischen, die ins All geflogen sind. 92 war Anfang der 90er, das war noch so Ende Kalter Krieg. Was waren dann da Ihre Aufgaben oder anders gefragt, wie kam das eigentlich dazu, dass Sie überhaupt geflogen sind, dass man Sie ausgewählt hat? Also man hat ein neues Astronautenteam ausgeguckt nach 1986 und da war ich einer der Kandidaten, die da durchgekommen ist und wir waren sogenannte, sagen wir mal, Space Cowboy Proofed, also dass man fliegen hätte können. Davon hat man dann für die D2-Mission, die deutsche Shuttle-Mission Nummer 2, hatte man dann 6 Kandidaten von diesen 13 letztendlich ausgewählt. Und da war ich halt nicht dabei, weil man uns vorgesehen hatte, eventuell als Piloten zu dienen für den Hermes-Glider. Das ist das Shuttle von Europa, was damals noch als Programm bestand. Mhm. Gibt's alles nicht mehr, ne? Gibt's alles nicht mehr. Leider Gottes hat man sich da zu sicher gebaut, indem man so viel Sicherheitsmaßnahmen eingebaut hat, dass man eigentlich keine Nutzlast mehr hatte. Aber dafür war ich eben als Pilot vorgesehen. Deshalb bin ich auch eigentlich nicht nur Pilot, sondern auch Testpilot. Und das war mir ganz wichtig, dass ich das vor so einem Einsatz gemacht habe. Und da kam dann 1990 auf einmal ein Anruf bei mir zu Hause an. Klaus, möchtest du immer noch Astronaut werden? War das Astronautenbüro auf der anderen Seite. Und da sage ich, ja, warum nicht? Und da sagte er, ja, würdest du denn auch mit den Russen eventuell fliegen? Da sage ich, ja, wo ist das Problem? Ja, du bist doch Soldat der Bundeswehr und Geheimnisträger und fliegst Tornado und vorher Starfighter und so. Da sage ich, ja, mei, da muss man halt die Klappe zumachen und muss halt nicht alles erzählen, was man so weiß. Ne? Ja, und dann druckst du der so rum und da sage ich, ja, ist es jetzt dringend? Und dann sagt er, ja, das Komitee zur Auswahl ist schon da. Das heißt, okay. Also die hätten jetzt gerne eine Antwort. Ja, ja. Und dann sage ich, ja, dann komme ich halt morgen. Und dann sagt er, ja, das wäre gut. Habe ich mein Blut dort abgegeben und am Mittwoch war ich, also Montag war der Telefonanruf, Mittwoch war ich dort, 24 Ärzte gegenüber, alles Russen und nur ein einziger hat gelächelt. Die anderen waren alle ein bisschen düster. Hatten alle ihre Jacken weg und dann haben die alle diese Gummi-Hosenträger angehabt. Ne?
Und die waren alle schon so ein bisschen verrupfelt und sah kurios aus, haben mich furchtbar ausgefragt, was ich von Schwerelosigkeit halte und ob ich Wissenschaft dort oben machen möchte. Ja, natürlich. Und das wurde alles übersetzt. Und in der ersten Pause sagte dann auf einmal dieser Lächelnde, Klaus, wie steht's denn, kannst du am Samstag, diese Woche wohlgemerkt, im Sternenstädtchen in Moskau sein? Sage ich, ich beantworte gerne Ihre Fragen einfach aus meinem Herzen, aus meiner Seele raus. Aber da brauche ich jetzt 5 Minuten, um da mal ein paar Sachen zu telefonieren. Ne? Und somit ist es eigentlich dazu gekommen. Der Hintergrund war, dass Herr Kohl mit Herrn Gorbatschow an diesen Tagen im Kaukasus war. Ach, das Strickjackentreffen. Ganz genau, das Strickjackentreffen. Das berühmte Strickjackentreffen. Ganz genau. Aber Theo Weigel war mal hier. Ja. Mit dem habe ich auch genau über dieses Treffen geredet. Ja. Wusste nicht, dass die da auch noch mal ins Spiel kommen. Ja, und da ist wohl gesagt worden, warum manifestieren wir das nicht, dass wir eine gute Kooperation haben. Das würde doch ganz gut klingen, wenn jetzt mal ein Westdeutscher eben bei uns mitfliegen würde. Und da wurde dann eine neue Auswahl gemacht und da habe ich halt, ja, habe ich es halt geschafft. Ja, gut. Also cool. Haben Sie auch irgendwie neben der wissenschaftlichen auch so ein bisschen eine politische Mission gehabt? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt also da wurde nichts? Nein. Ich wurde weder gebrieft auf Sicherheitsmaßnahmen dem KGB gegenüber, noch sonst was. Man hat einfach gesagt, irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, die haben einfach dem Vlade vertraut. Und dann bin ich einfach hingeschickt worden. Irgendeiner hat, glaube ich, nur gesagt, ich soll meine Uniform am besten zu Hause lassen. Ne? Das war aber mehr als Scherz gemeint. Ne? Ich habe sie trotzdem mitgenommen. Ne? Ist man eigentlich, wenn man auf der Mir ist oder wenn man mit in einem russischen Raumfahrtprogramm mitmacht, ist man da eigentlich automatisch ein Kosmonaut oder waren Sie trotzdem Astronaut? Nein, das ist ja so eine es nennt sich dann Kosmonaut. In dem Fall dann schon. Eigentlich ist Kosmonaut sogar besser, denn Astronaut, wir fliegen ja nicht zu den Sternen momentan noch hin. Spationaut ist vielleicht sogar noch besser, wo man einfach ins offene All fliegt. Und andere nennen das Taikonauten oder Ankaschawan wird das auch genannt. Da gibt es mehrere Namen, aber Kosmonaut ist ganz gut. Jetzt haben Sie eben erzählt, Sie haben das Sternenstädtchen bei Moskau erwähnt. Haben da auch die Vorbereitungen stattgefunden? Sie haben sich ja ein Jahr lang, glaube ich, trainiert. Ne? Ein Jahr Training für 6 Tage all. Ja, aber das ist ja weniger als eine Ausbildung zum Schreiner zum Beispiel. Ja, aber der Schreiner hört ja nicht nach 6 Minuten wieder auf. Nein, aber der Schreiner hat knappe 3 Jahre zu tun. Ne? Und wir haben halt ein Jahr. Natürlich wird man ins Wasser geschmissen, weil Russisch 0. Das heißt, wir haben vorher in Deutschland während dieser Vorbereitungszeit in Köln von Juli bis November gerade mal noch ein paar Monate gehabt. Da war viel Presse da, viel Rummel. Das ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Ganz Köln. Ganz genau. Gell? Und dort wurde auch ein bisschen Sprachtraining gemacht. Und das, was uns am meisten genervt hat, war das eine, Davaitje pasna kumimsja. Wenn ich Sie jetzt bitten würde, das mal nachzusprechen, würden Sie wahrscheinlich Fail machen. Bei Davai würde ich schon aufhören. Ja, gut. Ja. Wir haben auch lange gebraucht, glaube ich, eine Woche für dieses kleine Phrase. Das heißt einfach ganz lapidar, lasst uns doch gegeneinander vorstellen. Sagt in Russland keiner, überhaupt nicht. Da sagt jeder, ja Klaus, ja Boris. Ja? Und dann redet man, ne? Und dann geht das wunderbar weiter. Gell? Und da hat man dann die Aufgabe, mit viel Euphorie eben kurzfristig diese Sprache zu lernen. Man muss sagen, am Anfang fängt es ein bisschen schwer, weil man nämlich die Schrift ist ja ein bisschen anders und man schreibt einfach nach dem Ohr. So wie man es hört, schreibt man einfach mit, die Unterrichte, die dort gemacht werden. Und am Anfang findet man abends im Wörterbuch die Worte nicht mehr, die man aufgeschrieben hat. Und diese Worte, die man nicht findet, werden immer weniger und nach 7 Monaten braucht man das Wörterbuch nicht mehr und dann spricht man diese Sprache, sagen wir mal wie ein 14-Jähriger oder so, nicht sehr hochtrabend, aber man kann über alles reden, ob das Kinderkriegen ist oder ob das Nähen ist oder wie die Station Mir dort oben funktioniert, darüber kann man sich unterhalten. Und man versteht auch, wenn der Startvorgang losgeht, was dort abgeht, man kriegt das genau mit. Können Sie noch Russisch? Ich kann auch Russisch, aber ich habe schon vieles vergessen.
Waren Sie auch, das bei dem ganzen Training, es ist ja auch eine körperliche Vorbereitung. Es ist immer noch mit, also Zentrifuge, Parabelflug, solche Geschichten, wird das alles das volle Programm, oder? Ja, das volle Programm hört sich jetzt mehr an. Oder mussten Sie das gar nicht machen, weil Sie eh schon Pilot waren? Nein, nein, da macht man genauso alles wie alle anderen auch. Aber wenn man einfach fit ist, und ich glaube, ich bin heute noch ganz fit, tut sich da nichts dran und man geht da durch. Und man hat auch, wenn man diesen Auftrag von der Bundesrepublik Deutschland auch im Hintergrund hat, das schiebt den Rücken so richtig an, okay, und man geht einfach da durch und man wird eigentlich nicht so richtig müde, ne? Auf der Mir, als Sie dann dort waren, ist man dann da ein Deutscher und ein Russe oder ist man da einfach ein Mensch, sage ich jetzt mal hochtrabend? Das ist eine gute Frage, weil wir ja hier über drei Gender schon in Deutschland reden inzwischen. Dort ist man Mensch. Ja? Und es spielt keine Rolle, ob man, welche Nationalität man hat. Dazu eine kleine Episode, auch wenn die Zeit knapp ist. An Gagarins Geburtstag, den ich dort auch mitverlebt habe, habe ich zu Ehren meiner Kameraden einfach auch meine deutsche Uniform angezogen, was mir eigentlich nicht erlaubt war. Ja? Und die Jungs kamen zu mir und sagten, Mensch Klaus, zieh die doch immer an, guck, wir haben doch auch immer unsere Uniform an und so, zeig doch, wer du bist. Und so sage ich, ja, leider Gottes aus diplomatischen Gründen sollte man davon ein bisschen Abstand nehmen, aber zu solchen Occasions gerne. Ja. Und das beweist einfach, dass auf dieser Ebene, wo wir uns befunden haben, man die Politik gerne außen vor lässt. Und auch wenn früher der KGB immer gekängelt hat, dass eben die Ausländer dort in einem Raum diese Dokumentation über die Station Mir oder die Sojus-Rakete eben im geschlossenen Raum lernen und durften das nicht mitnehmen, dann habe ich mich halt ermüßigt gesehen, mal irgendwo zu diesem Ort, wo der KGB seine Unterkunft hatte, bin ich dann mal hingegangen mit meinem bisschen Russisch, habe ich dann gesagt, also Kinders, guck mal, ich darf noch nicht mal abends zu meinen Kameraden rübergehen, weil die mich nicht bewirten dürfen. Wahrscheinlich habt ihr ihnen mal gesagt, das ist nicht statthaft, aber wir wollen doch nur eine ordentliche Mission dort oben machen. Und nach einer Weile habe ich dann so ein Schmunzeln auf seinem Gesicht gesehen und habe das als Ja gedeutet. Und dann bin ich zu meinen Kollegen hingegangen, auch über Nacht geblieben. Und kein Mensch hat sie irgendwie bedrängt hinterher oder was hat der Flade gesagt oder so. Weil ich nämlich einfach dann so zum Schluss meinte, wissen Sie, Ihre Leute wissen, dass Sie mir keine Geheimnisse sagen. Ich sage Ihnen auch keine und außerdem könnten Sie ja sowieso zuhören. Und damit war das Ganze eigentlich gegessen. Und der Wachposten, der eigentlich aufpassen sollte, dass wir keine Dokumente aus der Bibliothek mitnehmen oder kopieren, der war dann auch nicht mehr da. Jetzt ist natürlich so, Sie haben eben die andere Ebene angesprochen. Hier sind wir alle Mensch. Und es ist ja auch tatsächlich eine völlig andere Ebene, wenn man im Weltall ist, zum Beispiel auf der Mir und aus dem Fenster guckt und die Erde sieht. Und das ist ja immer, also wir kennen diese spektakulären Bilder ja nur aus dem Fernsehen oder aus Büchern. Wie ist denn das, wenn man das in echt sieht? Ist das, verändert das einen? Also ich kenne immer nur Interviews mit auch anderen Astronauten, die auch öfter im Fernsehen sind, egal ob es Ulf Merbold oder Ulrich Walter oder natürlich Alexander Gerst ist. Und selbst Sigmund Jähn hat das ja schon gesagt, dass es so faszinierend ist und gleichzeitig das einen so an der Menschheit zweifeln lässt. Ja, das sind so eigentlich die Sachen, die hinterher passieren. Man sieht diese Bilder und man hat während des Fluges eigentlich gar nicht so sehr die Zeit, sich diese Gedanken zu machen. Denn ich sage Ihnen einfach mal so, in diesen 8 Tagen, die ich da oben war, ich glaube, ich habe vielleicht 28 Stunden insgesamt geschlafen, weil es mir so langweilig vorkam, jetzt in mein Bett oder irgendwo da mich hinzulegen oder hinzuschweben, um zu schlafen, sondern das ist so interessant, dass man rausgucken kann und alle 1,5 Stunden hat man die Erde einmal umkreist und alle 1,5 Stunden habe ich ein Tagegeld gewonnen, wenn ich eine Rechnung aufgemacht hätte. Jetzt von den Kilometern ganz zu schweigen. Ne? Ja.
Und irgendwie... Haben Sie das mal versucht, beim Finanzamt einzureichen? Nicht beim Finanzamt, sondern bei meinem Chef hatte ich das probiert. Aber mit dem habe ich dann gerade wegen der Presse mal an dem Tag gerade einen riesen Zoff gehabt. Und da habe ich dieses Ding lieber verschwinden lassen. Okay. Ansonsten, das war gerade am 1. April. Aber nette Spesenabrechnung. Wäre eine gute Spesenabrechnung gewesen. Aber was einen verändert, sind eigentlich so die Gespräche, die hinterher passieren. Wo Menschen, die sich dafür interessieren, Fragen stellen aus ganz anderen Blickwinkeln, die man noch gar nicht bedacht hat. Zum Beispiel steht auf einmal ein Mensch auf und sagt vor 2000 anderen Leuten, ich bin sehr gläubig. Herr Flader, haben Sie das Gefühl gehabt, Sie fühlten sich näher bei Gott? Mhm. Und dann gab es halt ein bisschen Grummeln im Saal und sage ich, es ist jetzt ein bisschen unfair, wenn Sie darüber lachen. Denn hier hat jemand das Intimste ausgesprochen, was es gibt, dass jemand gläubig ist. Und jetzt muss ich halt probieren, diese Frage irgendwie zu beantworten. Ne? Und da war es auf einmal wieder ganz still in diesem Saale. Ne? Man musste manchmal an Ohren ziehen. Ja? Und dann sage ich, wissen Sie, wenn wir davon ausgehen, dass Gott dort oben im Himmel ist, Gott ist dann, wenn... Aber überall um uns rum. Das spielt keine Rolle, ob ich jetzt dort nun 200, 300, 400 Kilometer rausfliege. Da bin ich in der Enklave dabei. Aber Sie selber hier am Boden, Sie dürfen sich nicht vorstellen, dass Gott irgendwie nur da oben ist, sondern der ist in Ihnen, der ist um Sie rum, der ist überall. Und deshalb erübrigt sich eigentlich diese Frage, ob ich mich näher bei Gott befand oder fühlte. Allerdings muss man sagen, man fühlt sich etwas abgekoppelt von diesem Mutterraumschiff Erde, weil man jetzt ein Stückchen weiter raus ist und nicht einfach so schnell mal zum Döner gehen kann, was zu holen zum Essen. Ne? Das klappt dort halt nicht. Ja? Und deshalb, durch diesen Moment fühlt man sich eventuell einer anderen Norm ausgesetzt. Ob das nun eine christliche Norm ist oder wie auch immer, spielt gar keine Rolle. Ne? Und das macht einen ein bisschen nachdenklich. Wird man da auch, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber wird man da auch demütig? Ja, ja? Das ist genau das Wort, was man dort gebrauchen kann, weil man sehr klein ist in diesem großen Mosaik und eigentlich nur ein ganz winzig kleines Staubkörnchen irgendwo ist. Und dann ist es auch wert, wenn die Presse mich auch manchmal auf diesen Thron stellen. Sie sind Astronaut, gibt nicht so viele davon. Boah, ist das toll. Aber ich bin bei Zeiten auch wieder von diesem Podest runtergestiegen und fühle mich sehr wohl auf der ganz normalen Erde. Sie sehen hier ganz normale Kleidung an. Also ich brauche nicht viel. Und sicherlich ist das toll, wenn man mal sagt, Mensch, toll gemacht und so. Ne? Aber man braucht es nicht jeden Tag und das verdirbt sonst die Psyche, würde ich sagen. Ne? Und jedes Sternchen, was mal runtergefallen ist, kann davon eine Story singen, wie schwer das ist, dann wieder Boden zu fassen. Ne? Und wenn man das bei Zeiten macht, mit Freunden, mit Verwandten, mit seiner Familie, die einen unten halten, ist das bestimmt sehr, sehr gut. Und man kommt ein bisschen als anderer Mensch wieder, oder? Nee, das passiert dann eben hinterher, wenn man diese ganzen Gespräche hat. Okay. Und wenn man dann hat man viel Zeit. Man fährt nach Hause mit seinem Wohnmobil, wie ich das gemacht habe, und nach so einem Vortrag und denkt sich, na, die Frage, die hättest du jetzt auch besser beantworten können. Und man denkt dann ein bisschen mehr drüber nach dann. Und irgendwann wird man demütig auf der anderen Seite. Dann grenzt man auch ab, was möchte man eigentlich im Leben jetzt weitermachen. Und das ändert auch so die Einstellung natürlich. Und wenn wir sagen, ja, nach dem Toyota-Slogan, nichts ist unmöglich, dann geht man natürlich davon aus, jeder würde eigentlich gerne Astronaut werden. Ja. Aber nicht jeder kann Astronaut werden. Rein genau, von den physischen Konditionen geht das nicht. Aber jeder kann an dem gesamten Gebilde der Raumfahrt, der Wissenschaft, der Mathematik, der Physik überall teilnehmen. Und dafür geben wir gerne unseren Namen her und da machen wir sehr viel Jugendarbeit auch oder auch bei einer Freisprechung von Leuten, die 3 Jahre gelernt haben und dann sind dann ein paar herausragende dabei,
da gehe ich gerne auf die Bühne und schüttel ihnen die Hand und sage, was sie da Tolles gemacht haben. Ich hätte es gerne auch gemacht. Jetzt haben Sie ein paar Utensilien mitgebracht. Wir haben nur noch knappe 2 Minuten. Ja, deswegen, den muss ich mal aufsetzen. Und dann erzählen Sie doch mal so lange was über die Maus. Weil die liegt ja nicht hier, weil wir Werbung für einen anderen Sender machen, sondern es hat eine Bewandtnis. Diese Maus ist einer der Prototypen, die es überhaupt damals gegeben hat. Die Maus hat bis 1992 eigentlich nur im Film existiert. Und extra für diese Mission Mir wurde dann diese Maus geschneidert und mir mitgegeben. Die sollte nämlich eigentlich die Sendung mit der Maus sollte eigentlich sterben. Und man wollte eigentlich, dass sich diese Maus, ist ja ein Mädel, mit einem Marsmännchen verliebt und dann eben Richtung Mars fliegt. Dann kam dort oben ein Fax an. Fax ist halt so auf Thermopapier in klein, wie von einem Texas Instrument Rechner, so in etwa. Bitte bringen Sie diese Maus wieder mit. Wir haben das größte Problem sonst hier in Deutschland. Und ich hatte natürlich die Maus auch mit dabei in meinem Rückkehrgepäck. Illegal natürlich. Aber das Erste, was passierte, ich bin dort aus dieser Kapsel rausgebracht worden. Und dann schlich sich irgendjemand zu mir und gab mir diese Maus, das ist die zweite, unter die Hand und sagte, nimm die bloß mit, wenn du in Moskau aussteigst, muss diese Maus sichtbar sein, dass sie wieder mit dabei ist. Ach, das alle wissen, es geht und weiter. Und die Originalmaus, das ist die, die ich auch oben unterschreiben habe lassen von meinen Kollegen, die ist jetzt wieder in der Heimat beim Rundfunk oder Fernsehen und wird eben bei jedem neuen Start im Prinzip wird wahrscheinlich diese oder eine andere Maus dem Astronauten mitgegeben, denn die lebt jetzt von der Raumfahrt. Genau. Und so schnell wird es dann doch nicht abgesetzt. Also das ist übrigens Großbild an ihn bitte. Die Kappe, die man unter dem Helm aufhat, mit Sprechmuscheln, man kann hinterher hören und hat auch ein bisschen Schutz. Aus gutem Leder wird die gearbeitet und darüber hat man dann eben seinen Anzug. Hinten ist das weich und vorne geht einfach nur so ein Visier runter, das wird eingeklickt und etwa so wie meine Handschuhe hier, wenn man die mal so anzieht, hier an der Seite sieht man die. Genau. Im Prinzip ist das so ein Scharnierverschluss, der dann hier mit dem Anzug verbunden wird, wird zugemacht und das Ganze ist dicht. Und das ist eigentlich das, was uns davor abhält, einfach so aus Versehen zu sterben, falls mal die Luft aus dem Raumschiff rausgeht. Herr Flade, vielen Dank. Ich glaube, ich habe neue Profession gefunden. Ich glaube, ich nehme das mit und bewerbe mich. Für die nächste Auswahl. Für die nächste Auswahl. Genau. Ich bin dabei. Danke Ihnen. Wo ist alles Gute. Dankeschön. Tschüss.